Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tischreden. Und heute heißt das Thema der Mensch. Sehr umfassend. Bin gespannt, welche Aspekte wir hier bei diesem Thema zusammen herausarbeiten werden. Ich würde gerne euch mal ein Zitat vorlegen, auf das ich gestoßen bin vor kurzem und das ich sehr witzig fand. Vielleicht geht es euch anders. Der polnische Lyriker Stanisław Lec, oder wie auch immer man ihn aussprechen mag, hat mal gesagt, der Mensch ist die Dornenkrone der Schöpfung. Der Mensch ist die Dornenkrone der Schöpfung. Was haltet ihr davon? Hat er recht oder nicht? Wann hat er gelebt? Oder lebt er noch? Der ist schon gestorben. Ich glaube, so der ersten Zeit des 20. Jahrhunderts. Also nach der Industrialisierung, ja, ja. Wo man 1906 bis 66, irgendwie sowas in dem Dreh. Genau. Also es wäre natürlich jetzt spannend, ne, ein bisschen mehr zu erfahren, sage ich mal, in welcher Geschichte oder was weiß ich, hat er das beispielsweise verpackt oder hat es wirklich in... Ja, das ist ein Spruch. Das ist ein Spruch. Ja, ja, das ist ein Spruch. Genau, so ein bisschen Kontext fände ich jetzt trotzdem interessant, aber egal. Aber ich finde das Bild insofern spannend und würde ihm so spontan zustimmen sogar, weil er damit sagen möchte, die Schöpfung ist an für sich schön, könnte man fast denken, aber der Mensch ist es der Aspekt in der Schöpfung, der die Schöpfung zum Leiden bringt. Und da könnte man irgendwie schon auf jeden Fall auch sagen, dieser Aspekt hat schon was. Leider. Ja, wenn man so in die ökologische Diskussion geht, dann ist das, glaube ich, ein sehr aktueller Gedanke. Vielleicht noch weitergehen zu, ja, der Mensch ist der Virus. Hört man ja auch manchmal so diesen Ausdruck, das ist weniger lyrisch als in deinem Zitat. Oder Krebsgeschwür. Oder Krebsgeschwür, ja. Also, genau, also, aber das geht schon so in die Richtung, der Mensch nimmt das, was ihm zur Verfügung steht und zerstört es mutwillig. Ich halte es ein bisschen reduktionistisch, weil damit würde ich den Menschen nur auf das eine festlegen. Er ist so das Böse, das Schlechte, der es auch mutwillig zerstört, das, was er hat. Aber es trifft trotzdem irgendwo einen richtigen Punkt. Also der Mensch ist kein Heiliger. Mhm. Ein Aspekt auf jeden Fall ist richtig, ne? Ja. Ja. Also ja. Was mir dabei in den Kopf kommt, ist der kleine Prinz und sein Gespräch mit der Rose, die auch Dornen hat. Und sie erklärt ihnen, wie wichtig diese Dornen sind zur Verteidigung. Und was ich in diesem Zitat höre, ist tatsächlich, der Mensch bedrückt von einer Schöpfung, die ihm wirklich auch widerspenstig die Stirn bietet. Weil man kämpft ja ums Überleben. Also ich bin Pfadfinder und man merkt schon, dass Wildness nicht mehr unsere Natur ist. Also da ist schon ein Beef zwischen Mensch und Schöpfung. Und da hat der Mensch manchmal das Gefühl, dass er Dornen braucht, um sich zu verteidigen. Und auch wie der kleine Prinz weitergeht, stellt sich danach heraus, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist. Jetzt, wenn ich von der Schöpfung herkomme, muss ich ja, wenn wir jetzt über den Menschen reden, müssen wir irgendwann über die Schöpfung reden, oder? Also da werden wir auf jeden Fall drankommen. Vielleicht werden wir auch noch mal das ein oder andere Kapitel vorher lesen. Aber vor der Schöpfung. Nein, vor der Erschaffung des Menschen, beziehungsweise die Erschaffung des Menschen. Ich meinte das Kapitel vorher, das ich jetzt zitiere, denn ich würde schon aus Kapitel 3 zitieren, wo ja schon das Eigentliche gelaufen ist, sprich die Schöpfung gelaufen ist. Da scheint es so anders zu sein, weil Gott sagt dem Menschen etwas, was diesen Spruch umkehren würde. Er sagt zu dem Mann in Vers 17, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dorn und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Da wird ja schon über Dornen und Disteln gesprochen, nur dass Gott hier sagt, eigentlich ist jetzt die Schöpfung oder die Natur ist die Dornenkrone für dich. Also sie soll dich an etwas erinnern, was gebrochen ist in der Vergangenheit. Also nicht nur der Mensch hat durch die Sünde etwas in die Welt gebracht, was die Welt nicht kannte, sondern auf einmal wendet sich, so scheint es hier, die Welt auch gegen den Menschen. So als würde ein Uhrwerk
eine Schraube sagt, ich drehe in die falsche Richtung und auf einmal dreht auch das ganze Uhr in die falsche Richtung und alles geht kaputt und wird zerstört. Ja, das ist ein guter Gedanke. Ich würde doch gerne nochmal zurück in die Uhr. Siehst du, jetzt... Und dann nochmal zumindest die Idee herholen, wo kommt denn der ursprüngliche Spruch, ist ja der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Mhm. Ne? Wo kommt denn dieser Gedanke her? Ne? Und ich glaube, wir finden auf der ersten Seite der Bibel gleich im Kapitel 1 diese besondere Beschreibung, wo es um den Menschen geht und dort in den Versen 26. Ja. 26 und ich würde den Vers 27 dazu nehmen, also 1. Mose Kapitel 1, Verse 26 und 27. Und ich lese da mal nach der Elberfelder Übersetzung vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier kommt ja die Grundlage der Menschenschöpfung sozusagen zum Ausdruck. Und es werden verschiedene Begriffe gebraucht. Und ich möchte die jetzt versuchen, mal so eins nach dem anderen mit euch anzuschauen. Eins, was besonders ins Auge sticht, ist sozusagen die Rahmung, die Gott hier macht, indem er sagt, der Mensch soll zu unserem Bild geschaffen werden. Also Gott spricht von seinem Bild. Und dann schafft er ihn als Mensch, als Bild Gottes. Also wird betont, der Mensch ist das Ebenbild oder das Bild Gottes. Das ist eine sehr, sehr hohe Würde, die hier gleich am Anfang der Bibel dem Menschen zugedacht wird, vielleicht auch als der herausstechendsten Merkmale. Aber wie füllen wir das denn? Was ist denn das Bild Gottes? Was heißt das denn, das Ebenbild Gottes? Was kommt dem Menschen da überhaupt zu? Was würdet ihr da rauslesen können aus den Versen? Also ich sehe den ersten Aspekt erstmal, der dann genannt wird, ist dieses Herrschen, das herrschende Element über die Fische. Also eigentlich das, was Gott ja gerade getan hat, nämlich die Fische zu schaffen, die Vögel geschaffen. Das haben wir am Tag noch zuvor oder an den Tagen zuvor, wo Gott all das kreiert aus Ex Nihilo, also aus dem Nichts, kreiert er etwas. Und er setzt den Menschen als herrschendes Element jetzt dort darüber hinein, was mich ja auch... vielleicht ein kleines Loblied an Gott. Er schafft etwas und behält es erstmal nicht für sich, sondern ist fähig, das einem anderen mitzuteilen und mitzugeben und Anteil zu geben. Die Größe eines Herrschers wird immer dadurch deutlich, ob ich meine Kompetenzen teilen kann. Oder so. Ja, ich wollte es jetzt anders formulieren, aber ob ich meine Kompetenzen teilen kann oder ob ich meine Untertanen erhebe oder niedrig halte. Meine Schöpfung. Und Gott ist jemand, der um seine Identität scheinbar so stark weiß, um sein Schöpfer sein, um sein König sein, dass er sagt, ich kann auch meine Herrschaft teilen an Menschen weitergeben. Mhm. Also das ist nur ein Aspekt, der mir in der Rahmung der mir so eine Richtung vorgibt. Aber was mir hier gerade auffällt, ist, dass Gott spricht und zwar das erste Mal zu sich selber. Also er spricht sonst immer Dinge an oder Nicht-Existentes an, er kreiert. Aber hier ist das erste Mal, dass Gott sozusagen sich selbst bespricht. Also eigentlich so der Mensch als Selbstgespräch Gottes. Wird geschaffen im Selbstgespräch Gottes. Das ist hier auf jeden Fall ein neues Element, was auch in die Schöpfung reinkommt. Sehr interessant. Also wenn wir so ein bisschen aus der jüdischen Theologie heraus, zum Beispiel angefangen bei Maimonides, er kommentiert diesen Text sehr schön und sagt tatsächlich, dass es geht ja um Selem, Bild, Ebenbild im Hebräischen, dass der Mensch die Fähigkeit hat, sich zu erkennen in seinem Schöpfer. Und da springe ich rüber über Martin Buber, weil er sagt ja genau, das heißt, es ist das Du, was mir einen Sinn gibt. Mhm. Das heißt, ich weiß, wer ich bin, weil ich ein Gegenüber habe, ein Du. In dem Fall spricht ja Martin Buber oft von Gott als das ewige Du, in dem man sich erkennen kann. Und das finde ich halt schön. Das heißt, Gott schafft, weil er sich im Menschen erkennt, und er dem Menschen die Fähigkeit gibt, sich in ihm zu erkennen.
Weil das ist ja der große Unterschied zwischen der Schöpfung und dem Mensch an sich. Sprich, Tiere, sehr wenige, haben die Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Erster Schritt. Und der zweite Schritt ist, da hat nur der Mensch die Fähigkeit, über sich selbst zu denken, sich selbst zu definieren. Diese freie Wahl, die der Mensch hat. Also wird ja oft gesagt, freier Wille, freie Wahl. Ja, man kann wirklich nicht machen, was man will. Selbst Gott hat seine Gesetze, denen er sich freiwillig unterstellt. Und das ist für mich oftmals diese Allmacht. Und das finde ich halt so schön. Du hast als Krönung dieser Schöpfung ein Wesen, was eine enorme Verantwortung mit sich trägt. Heißt ja, hüten den Garten, also Schamal, darauf aufpassen. Ja. Und doch ein Wesen, was sich auch selbst reflektieren kann. Das heißt, es geht in die Richtung, wie Francis Schaeffer das auch mal dargestellt hat, dass er sagt, der Mensch ist letztlich, hat von beiden Seiten Dinge, die er vereint. Auf der einen Seite ist er Teil der Schöpfung und damit natürlich auch wie die Tiere und die anderen, der Rest der Umwelt, der Vergänglichkeit oder dem angewiesen sein auf Gott und so weiter und auch materiell angewiesen und beschränkt auf das Materielle, auf das Irdische. Auf der anderen Seite kommen aber diese Gottesebenbildlichkeit als qualitatives Wesensmerkmal hinzu. Und das unterscheidet ihn von dem Rest der Schöpfung. Das hebt ihn auf die Ebene mit Gott. Ja? Und diese Zweigleisigkeit, auf der einen Seite Teil der Schöpfung, wie die Rest der Kreatur auch, auf der anderen Seite aber Ebenbild, zum Schöpfer, das macht den Menschen so besonders irgendwie. Und ich glaube, das kommt bei vielen Menschen, die solche Sprüche sagen, wie der Mensch ist das Krebsgeschwür oder der Virus. Das kommt dann, das kommt daher, dass sie eine Seite dieser Gleichung außer Acht lassen, im Grunde genommen. Also, ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt, ne? Der Hebräer ist ja auch ein Mensch, der viel so über Bilder funktioniert, sag ich mal, ne? Oder viel Bilder verwendet auch. Und wenn du das denn nur so vorstellst, dass Gott zu einem Menschen sagt, so wie ich aussehe, so siehst du auch aus. Und ich meine, jetzt sitzen hier vier Menschen am Tisch. Natürlich ist die Dornkrone ziemlich aktiv gewesen bei uns allen. Ne? Von dem her werden wir natürlich nicht mehr so aussehen wie der Mensch bei der ursprünglichen Schöpfung. Aber dennoch, es ist unglaublich würdevoll und adelig, was das heißt. Weil das heißt ja beides, der äußeren Form irgendwo nach. Mhm. Aber wenn es nur die äußere Form wäre und man würde sich dann, weiß ich nicht, ohne Geist, sage ich jetzt mal, verhalten wie so ein Gehirnloser, ne, in sich zusammengefallen, dann würde es ja ein Widerspruch sein. Also das heißt, allein vom Bild her, wie sich Gott vergleicht, du in meinem Bild, Mensch, bedeutet, dass es eine Entsprechung gibt, eine gewisse Entsprechung von der Äußerlichkeit und der Innerlichkeit. Und das finde ich schon, also da bleibt dann eigentlich der Mund offen stehen. Ja. Man muss eigentlich sagen, diese Würde, da muss man eigentlich erstmal drüber staunen. Aber jetzt finde ich ganz wichtig, dass wir zwei Aspekte mal rausgearbeitet haben. Einmal diese funktionale Seite, also der Mensch als Repräsentant, als Stellvertreter, als Haushalter Gottes, oder wie du es vorhin dargestellt hast, er hat eine Verantwortung von Gott bekommen, vom König sozusagen an seiner Stelle die Erde zu beherrschen, im positiven Sinne. Also es ist eine Repräsentanzfunktion, eine funktionale Sache. Dann hast du gerade gesagt, wir haben gerade rausgearbeitet, es ist eine gewisse Ähnlichkeit da, innerlich, äußerlich. Also die Ähnlichkeitskomponente. Und ich würde sagen, es gibt auch noch einen dritten Aspekt, der in diesem Bild in Übereinstimmung mitschwingt. Hast du vielleicht auch schon mitgemeint, Dante, nämlich die Frage der Beziehung. Ja? Ich, du. Ja? Also Mann, Weib ja auch, wie es dann heißt. Genau, also nicht nur die Frage der Selbstreflexion, sondern in Beziehung treten mit dem Gegenüber. Ja? In eine enge Beziehung zu treten. Das hast du auch sehr, sehr gut ergänzt. Also habe ich mir hier nochmal aufgeschrieben für mich, weil er erkennt sich ja nicht nur in Gott, sondern er erkennt sich und identifiziert sich auch mit der Schöpfung sehr tief. Und da kann man ja wirklich das auch verstehen, in welcher Position er steht und was das auch beinhaltet, diese Verantwortung, von der du auch gesprochen hast. Also es steht ja auch im Bibeltext. Und was wir davon aus unserer Zeit heute lesen können, ist halt auch
die katastrophalen Ergebnisse, wenn einer dieser zwei Teile, die den Mensch, die der Mensch verkörpert, halt bricht. Mhm. Weil das ist ja, das heißt, aus der Blume wird die Dorn. Das heißt, die Blume bräuchte keine Dornen, wenn sie sich nicht verteidigen muss. Deswegen sagt sich der kleine Prinz, weil alles endet ja dann im Endeffekt in der Liebe. Und das ist ja auch, was Johannes uns mitgibt. Also das ist ja, was auch den Mensch ausmacht, diese enorme Fähigkeit zu lieben und da halt auch wieder durch diese Liebe zu verbinden. Und damit sind wir eigentlich so gerade auch diese drei Punkte, die du jetzt festgemacht hast, eigentlich mitten in der Debatte, nämlich die Frage, was der Mensch dann auch jetzt letztendlich ist. Mhm. Wenn wir ihn naturwissenschaftlich betrachten, dann hat uns Charles Darwin gesagt, was wir eigentlich sind. Und wenn ich in diesem Narrativ lebe, dann ist der Schritt zu dem Virus nicht mehr allzu groß, weil ich auch eine entartete Zelle sein kann. Ja. Oder ich kann ein Krebsgeschwür sein, der eigentlich mein biologisches Umfeld zerstört und nicht dahin gehöre. Also das ist immer sehr redaktionistisch eben. Ja? Also bin ich nur das eine? Bin ich wirklich nur Materie? Oder ist da nicht noch mehr dabei? Ja, dann gibt es ja auch so in der Philosophie das Riesenthema. Ja? Ist das jetzt der Körper, ist der Mensch der Körper oder der Geist? Ja, vielleicht Leib-Seele-Problem, was ist dort seit Jahrhunderten diskutiert wird. Riesiges Thema. Aber hier in der Bibel wird das holistisch gesehen. Der Mensch wird so als Ganzes gesehen. Es wird kein Teil überhöht oder auch kein Teil unter den Tisch gekehrt, sondern jedes Element ist wichtig und scheint wichtig, um den Menschen als Ganzes darzustellen. Und trotzdem gibt es dann ja, du hast schon erwähnt, in Genesis 3, den sogenannten Sündenfall. Wir hatten jetzt Teil der Fluchworte schon gelesen. Die Frage ist ja, inwieweit ist dieses Bild jetzt zu revidieren? Also die ersten Kapitel aus 1. Mose zeigen uns die Welt vor dem Sündenfall und zeigen die hohe Würde mit den entsprechenden Facetten des Bildes Gottes. Und jetzt kommt Kapitel 3, der Sündenfall. Jetzt kommen die Flüche die Strafen Gottes nach dem Sündenfall. Inwieweit betreffen die denn das Bild Gottes? Also was macht das denn kaputt? Oder ist es überhaupt noch da? Was würdet ihr sagen? Inwieweit ist der Mensch nach dem Sündenfall immer noch Bild Gottes? Oder ist das überhaupt? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Er verlässt ja den Garten. Und also aus meiner Lesung von Genesis möchte ich nochmal kurz auch da erklären, damit man mich versteht, wenn ich spreche, ist das, was hier geschrieben steht, eher die Beschreibung von einer Konsequenz, mehr als eine Strafe, die ausgesprochen wird, weil Gott verbittert und sauer ist. Also ich sehe einen Gott, der den Mensch die Chance gibt, in einen Dialog zu treten. Sehr stark aus dieser Ich-Du-Beziehung. Und als solches sehe ich einen Gott, der mit dem Menschen in Dialog tritt und sagt, okay, du hast Plan B gewählt. So sieht es jetzt aus. Also es wird hart sein. Du willst für dich selber bestimmen. Du trägst mein Bild jetzt hinaus in eine, jetzt habe ich das spanische Wort hostil, also in eine feindschaftliche Natur und wirst leider alles mit dem Schweiß deiner Stirn machen müssen und die Erde wird dir wenig ertragen. Und das finde ich halt stark. Das heißt, der Mensch hat, schaut euch doch mal an, was er alles macht. Das heißt, diese Schöpfungsfähigkeit aus dem Nichts auch, Dinge zu transformieren, erstehen zu lassen. Also es ist ja nicht alles schlecht, was der Mensch macht. Mhm. Also ja, also wenn ich die Geschichte ganz lese, also Kapitel 3 und Kapitel 4, wir haben ja der Sündenfall, der wird beschrieben. Es wird aber auch dann eine Dramatik beschrieben in dem Bruch der Beziehung. Also der Mensch verliert die Beziehung zu sich selbst, zu dem inneren Aspekt. Also wir haben ja auch schon über das Innere gesprochen. Er sagt, ja, ich bin nackt. Vorher wird die Nacktheit betont und wird so gesagt, ja, sie schämten sich nicht. Auf einmal sagt der Mensch, oh, ich bin nackt, ich verstecke mich lieber. Er kann sich nicht mehr so leicht verwundbar machen, scheinbar. Das brauchen wir jetzt gar nicht aktualisieren, aber ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Welt, die es nicht schafft, sich innerlich nackt zu machen, ja, also die einen Zugang gibt. Also wir sind innerlich gebrochene Menschen. Dann ist die Beziehung zu der Frau gebrochen. Mhm.
denn die nächste Gelegenheit ist für Adam, ich verrate meine Frau. Was ist das? Ja. Und dann ist die Beziehung zu Gott gebrochen, weil der Mensch vor diesem Gott flieht. Ja. Der ja, also Gott versteckt sich nicht. Ja. Der Mensch versteckt sich. Ja. Da ist die Krux. Und das durchzieht aber jetzt irgendwie so alles. Der Mensch ist immer noch etwas, hat ein Element oder hat Elemente, die ihn Gott ähnlich machen, aber ein ganz fundamentaler Punkt ist zerstört. Und dieser fundamentale Punkt ist eher halt die Ontologie, also es bespricht so das Sein des Menschen. Mhm. Die Funktion des Menschen ist immer noch gewährleistet. In Kapitel 4 heißt es, Adam erkannte sein Weib Eva, sie war schwanger. Mhm. Was war denn der Auftrag Gottes? Seid fruchtbar, mehret euch. Und dann, ihr herrscht über die Natur. Und das, was passiert? Kain und Abel. Ja. Ein Schäfer, beziehungsweise einer, der sich um die Tiere kümmert und einer, der sich um die Natur kümmert. Also eigentlich leben sie ja den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Aber so das Eigentliche, was den Mensch nochmal im Inneren in diese Fähigkeit hineinbringt oder in die Ähnlichkeit Gottes hineinbringt, da ist ein Sprung in der Glasscheibe im Spiegel drin. Mhm. Also du sagst ganz klar, im relationalen Bereich des Ebenbildes ist viel kaputt. Ja. Die Frage ist jetzt in dem funktionalen Bereich, geht es da normal weiter oder ist es nicht auch getroffen irgendwie von der Sünde? Ja? Also gerade die Problematik der Ökologie, ne, die wir ja momentan so haben, ist doch auch eine Folge des Sündenfalls. Mhm. Dass der Mensch die Natur eben nicht mehr funktional wie der König es will, bewahrt, ja, sondern sie ausbeutet. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen ein Missbrauch der funktionalen Seite, als Herrscher und als Stellvertreter Gottes sozusagen. Mhm. Was ich spannend finde jetzt an unserer Diskussion, die ich super finde und die auch theologisch total akkurat ist, aber was ich spannend finde, wenn du dann Menschen hörst, die den Menschen verbessern wollen, im jetzt Transhumanismus sozusagen. Ja, weißt du, die dann Coaches, ja, Persönlichkeits... Okay. Entwickler, die dann wirklich der Überzeugung sind und sagen, Freunde, also wenn es ums Menschenbild geht, dann sind wir gut. Ja? Der Mensch ist richtig gut, der hat alle Schätze in sich verborgen. Mhm. Und wir müssen die nur heben. Ja? Wir müssen die nur heben. Wir sind eben wirklich, sie sagen nicht die Krone der Schöpfung, ja, ja, ja. Das ist mal wieder ein biblischer Begriff, aber wir sind's einfach. Ne? Mhm. Das lässt sich verbinden genau mit dem Nächsten, was die Bibel uns mitgibt, was der Mensch ist. Der Mensch ist ein Empfänger. Das heißt, ich bin in Genesis 4, Gott spricht persönlich zu einem Burschen, Kain. Und ich finde es spannend, weil die Bibel sagt nicht, dass Gott Opfer gefordert hat, sondern es kommt aus der Spontanität des Herzens. Kain und Abel, beide opfern aus der Spontanität des Herzens. Das heißt, wir haben keinen Anlass, da wo Gott sagt, hey, es ist Opferzeit, kommt, bringt mir, was ihr habt. Und das kommt tatsächlich genau auf diesen Punkt. Das heißt, Kain opfert von dem Ertrag seiner Ernte. Er bringt das, was er hart erarbeitet hat. Das heißt, er versucht, in diesem Fall, so deuten wir es, aus unserer Lesung, geprägt durch unsere Kultur, christliche Kultur, sich selbst zu erlösen. Mhm. Und da kommt Gott und spricht auch wieder mit ihm, wieder diese Beziehungsebene. Hey Kain, lass uns mal kurz über das sprechen, was hier passiert. Du bist nicht das Problem, sondern die Einstellung des Herzens. Und zu dem, was du gerade sagst, viele Wahrheit ist immer Wahrheit. Deswegen ist sie auch wahr. Und diese Menschen verbinden dich mit der Essenz, die du als Mensch bist. Es ist wahr. Nur das Problem ist, es lässt vorweg diesen Kampf, den du gerade angedeutet hast, Scham. Wir schämen uns für das, was wir sind. Und wenn wir mit dem Gefühl der Scham in eine Arbeit und in eine, ich opfere mich auf, also ich gebe mich hin, vor Gott treten, bewegt uns ein falscher Geist, weil dieser falsche Geist ist ja schon in Genesis präsent, der ja auch den Mensch instrumentalisiert, so gesehen. Ich möchte jetzt nicht zu tief in dieses reingehen, aber er sagt ja, hat Gott wirklich gesagt. Das heißt, der Mensch öffnet sich als Empfänger und schenkt ihm ja Vertrauen,
er muss sich entscheiden. Und das ist, was Kain hier auch erlebt. Kain, entscheide dich. Wem willst du vertrauen? Dem, was vor deinem Herz klopft, und dieses Bild ist sehr schön, Offenbarung 3, ist ja auch Jesus, der da klopft. Und mit wem willst du dich identifizieren? Was möchtest du, dass deine Identität ist? Möchtest du dich selbst erlösen? Das wird sehr hart, aber schenk mir dein Herz und du wirst sehen, es ist nicht so schlimm. Und das ist halt, wo ich glaube, und da lande ich auch mit, ich glaube, es gibt genug auf diesem Planeten, dass jeder hat, was er braucht. Nur es gibt zurzeit viele Personen, die nicht damit klarkommen, wegen Scham und Angst, die Ressourcen verbrauchen von Hunderten. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist das große Problem. Du hast dir die Frage gestellt, so, ja, jetzt ist der Mensch dieses Wesen von Gott mit besonderen Gaben ausgestattet, ist so der Verwalter. Und beutet jetzt doch irgendwo aus. Also es ist nicht nur relational der Bruch, sondern scheinbar auch in der Funktion. Genau. Ich gehe da auch mit. Wobei ich mich frage, ist nicht auch das in seiner Rolle relational? Also ist er nicht als dieser Halter von der Verantwortung der Natur gegenüber, ist es nicht auch eine Relation, in der er steht zur Natur? Und ist da nicht auch etwas angebrochen? Natürlich hat es auch mit Funktion zu tun, aber eben auch nicht nur. Und vielleicht ist genau da so der erste Linguistik-Turn in Vers 26, wenn wir über Herrschen reden, dass es auf einmal von einem relationalen Begriff gewandelt wird mehr in einen funktionalen Begriff, über den wir heute mehr sprechen. Denn wenn man weitergeht, ja, wir sehen natürlich, der Mensch, er übernimmt die Verantwortung, aber der Mensch zerstört die Welt, gar keine Frage. Aber was ich interessant finde, dass Paulus auch die Schöpfung bespricht und dass er dann was Interessantes macht. Nämlich sagt er in Kapitel 8 des Römerbriefs, dass die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft und so weiter. Also die Schöpfung ängstigt sich, die leidet, die seufzt, aber nicht, weil der Mensch, weil jetzt genannt wird, ja, der verschmutzt die Meere und der beutet die Erde aus, sondern Paulus definiert das Grundproblem, es ist jetzt alles vergänglich. Ja. Das ist der Point. Also das ist so dieses Große, was Paulus als Problematik sieht, unter dem die Natur leidet, unter dem die Beziehung gebrochen ist. Denn der Mensch hat dadurch eigentlich den Tod gebracht oder die Endlichkeit gebracht. Ja, genau. Und das betrifft natürlich, du hast vollkommen recht, das gibt es natürlich Querverbindungen und das überschneidet sich auch ganz stark. Ja? Das Funktionale und das Relationale. Auch die Frage der Beziehung beziehungsweise auch die Frage der Ähnlichkeit, der strukturellen Bild Gottes sozusagen, dass ich ähnlich bin, innerlich, äußerlich. Auch das wird ja durch den Tod und durch Degeneration und Verfall bis hin zum Tod auch berührt. Ne? Mhm. Also letztlich kann man sagen, der Sündenfall betrifft alle Aspekte des Menschseins, alle Aspekte des Bildes Gottes. Da gibt es keinen, der ausgenommen ist, der nicht gefallen ist sozusagen im Menschen. Sondern alles ist gefallen letztlich. Alle Bereiche sozusagen werden von der Sünde berührt. Trotzdem macht ja die Bibel ein paar Aussagen noch zum Bild Gottes, nicht sehr viele, aber trotzdem nimmt das zum Beispiel auf in Kapitel 9, Kapitel 5 kommt es nochmal in Genesis, also in 1. Mose Kapitel 5 und dann im Kapitel 9 nochmal, also 1. Mose Kapitel 9, da wird nochmal deutlich vom Bild Gottes gesprochen in Vers 6, als Gott nach der Sintflut den Bund mit Noah eingeht und eine Todesstrafe sozusagen für die Tiere beziehungsweise für die Menschen ausspricht, die selber Menschen töten. Ja? Mhm. Also in Vers 6 heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Also die Begründung, warum man Menschen nicht töten soll, ist, weil es ein Ebenbild Gottes ist. Mhm. Das heißt, selbst nach der Sünde, selbst nach der Sintflut ist immer noch so viel Bild Gottes erhalten, dass es ausreicht, um das Tötungsverbot eben hier so zu begründen. Und dann merkt ihr auch wieder, wie tatsächlich die Liebe, wenn sie nicht authentisch ist, immer wieder ausgenutzt wird. Das heißt, wie oft höre ich das? Ich mache das doch nur, weil ich dich liebe.
Da kannst du alles Mögliche reinsetzen von Gewalttat. Weil schaut doch mal, wie Gott mit Kain, nachdem er ihn auch wieder fragt, in den Dialog tritt. Hey, Kain, kurze Frage. Ich suche deinen Bruder. Hast du ihn zufälligerweise gesehen? Nee, ich nicht. Ah, okay. Weil ich höre ihn irgendwie rufen. Habt ihr zusammen eine Tiefgarage gebaut? Nee, wo soll ich das wissen? Und das finde ich stark. Das heißt, Gott gibt dir ein Zeichen. Und was du jetzt gerade sagst, Jens, das ist mir, ich kenne den Text, ist mir aber in dieser Konstellation nochmal so aufgegangen wie ein Licht. Das heißt, Gott selbst gibt hier ein Gesetz, weil ich das Gefühl habe, dass, wir haben ja auch Tubal Cain, der dann sagt so, wenn... wenn Kain, dann mache ich. Und so, die nutzen voll das aus. Ja, Kain ist ja nicht umgebracht worden. Von daher nutzen die das aus. Gott bringt uns schon nicht um. Und ich glaube, deswegen kann man auch gut verstehen, diese Reaktion, Babelturm, den Wunsch, dass das nicht nochmal passiert. Und du merkst, das heißt, man kann sich der Liebe öffnen, aber auch Liebe hat klare Grenzen. Also wie Henry Cloud das sagt oder Rosenberg, wenn er das Konzept von gewaltfreier Kommunikation aufbaut und das nochmal unterstreicht, wie wichtig das ist, dass der Mensch sich auch in seinem Schöpfer wiederfindet und klare Grenzen ziehen kann, wo er sagt, dafür gebe ich mich nicht hin. Ich würde es noch kurz unterstreichen wollen. Sag ich mal, in der Dramatik, die wir auch momentan in den kriegerischen Auseinandersetzungen sehen, wenn du Soldaten hörst, die sagen beispielsweise im Ukraine-Konflikt, wie es ihnen geht. Und sie sagen, ich bin jetzt schon einige Monate hier an der Front und wenn ich fertig bin, sollte ich das überleben, bin ich durch. Ich bin total fertig, bin ein Wrack. Weil ich habe ständig Kameraden gesehen neben mir, die sterben. Und du bist ja auch selber jemand, der tötet. Was ich damit sagen möchte, ist, selbst in professionellem Geschehen der Kriegsführung empfinden Menschen, ich nenne es jetzt so, etwas Heiliges im anderen Menschen. Eine heilige Scheu, sage ich jetzt mal. Also selbst professionelle Kämpfer kommen in Grenzbereiche rein, wo man merkt, es ist eigentlich wirklich äußerst unheilig, ein Lebewesen, einen anderen Menschen, ihm das Leben zu nehmen. Und das finde ich interessant, weil es ja so eine Barriere, ne? Genau, du gehst nicht so leicht. Genau, prinzipiell hat es mal nichts mit Theologie oder zu tun. Das sind einfach nur zwei Menschen, die sich in Extremsituationen begegnen und wo man merkt, da ist etwas in den Menschen scheinbar hineingelegt, was heilig ist. Und da musst du, genau, du musst gar nicht von der religiösen Schiene kommen, sondern du entrüstest dich ja auch, oder die Gesellschaft entrüstet sich ja, wenn jetzt medial ein Mord beschrieben wird. Also es ist eine ganz große Entrüstung. Warum? Wie kann sowas sein? Und da muss bestraft werden. Also haben wir schon so das Empfinden nach Gerechtigkeit und das ist ein Schritt, der zu weit gegangen ist. Also Thomas Hobbes hat gesagt, der Mensch ist des Menschen Wolf, genau sowas. Also der Mensch bekämpft sich gegenseitig, aber trotzdem haben wir hier diesen Punkt, da gibt es etwas, was man vielleicht nicht so in Worte fassen kann. Das heißt, die Würde des Menschen, wird wahrscheinlich jetzt Kant sagen, ja, dass der Mensch so behandelt werden soll, kategorisch imperativ, wie man selbst behandelt werden will, so selbstverständlich. Aber ich glaube, da ist noch viel tiefer was drin, nämlich die Gottesebenbildlichkeit, die da hochkommt. Also wenn du es zu Ende denkst, du tötest damit das Bild Gottes. Das ist ja hier, was gesagt wird. Du tötest das Bild Gottes. Und deswegen ist, glaube ich, auch die biblische Beschreibung des Menschen die nüchternste oder die realistischere. Ich frage mich immer, wenn Leute solche Sachen, wie du gerade zitiert hast, meinen, der Mensch ist nur gut, man muss eben das Gute entfalten lassen oder man muss die Umstände entsprechend ändern, damit das Gute dann zum Ausdruck kommen kann und so. Ich meine, ich verstehe den Wunsch dahinter, ja, dass man das Gute fördert, keine Frage. Aber das finde ich sehr naiv, wenn das Menschenbild so auf das Gute reduziert wird, als ob das Böse gar nicht gäbe. Und ich frage mich, wo gucken die Leute hin in der Welt? Ja? Also wir haben jetzt ja Tausende von Geschichten, wo möglicherweise auch viele Experimente hätten gelingen können, weil die Umgebung eben nicht kriegerisch war oder so. Ja? Und trotzdem sind sie gescheitert. Also es gibt keine Insel oder keinen Staat oder keine Gemeinschaft, wo die Menschen so leben, dass nur das Gute rauskommt, wo nichts Böses existiert. Ja? Das gibt es nicht auf dieser Welt, das gab es nie in der Geschichte. Und das zeigt doch eigentlich schon, dass diese Idee, der Mensch ist nur gut, naiv ist. Ja. Und deswegen finde ich noch einen Text, den ich gerne mit euch lesen wollte, in Genesis wieder, Kapitel 8.
diese Beschreibung der Bibel, die die Ambivalenz des Menschen zeigt, so unglaublich realistisch. Auf der einen Seite haben wir festgestellt, dass das Bild Gottes von Anfang an da ist, durch die Sünde nichts zerstört, aber zumindest zerrissen oder angerissen worden ist. Ja, so dass es jetzt teilweise defekt bzw. Verschmutzt ist. Ja. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel aber auch in Vers 21, wie die Neigungen des Menschen sind. Also Gott spricht dann nach der Sintflut nochmal und macht dann eine Aussage über das Menschengeschlecht an sich. Und in Kapitel 8, Vers 21 sagt er da, der Herr sprach in seinem Herzen, geht es dann los in Teil B, Vers 21. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Man sollte vielleicht besser übersetzen, dass die Neigung des menschlichen Herzens, die Neigung des menschlichen Herzens, mein Hinterherz ist der innere Mensch, also all mein Denken und Verstand, Wissen und so weiter, ist böse von Jugend an. Das heißt also, die Aussage, die Gott über den Menschen macht, ist, der Mensch ist zwar immer noch Bild Gottes, wenn auch verzerrt, trotzdem hat er Neigungen jetzt in sich, jeder Mensch von Jugend an, die zum Bösen tendieren, die das Böse bevorzugen. Mhm. Und diese Ambivalenz, die wird uns ja auf den ersten Seiten der Bibel hier schon klar gemacht, die halte ich für sowas von realistisch, dass alle anderen Anschauungen für mich eher naiv sind. Ja. Ja. Also die nur die eine Seite sehen wollen, egal welche. Mhm. Nur die Dornenkrone oder nur das Gute. Das finde ich ja so stark an Jakobus, der zur Gemeinde schreibt, wir reden von Leuten, in denen sich das zum Beispiel 2. Korinther 5, 17 erzählt, gehört jemand zu Christus, ist er eine neue Schöpfung geworden, ja, eine neue Kreation. Und Jakobus schreibt ja zu Leuten, die das angeblich erlebt haben, ja, und sagt, ey, eine Frage, woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Das finde ich stark. Er nennt nicht den Teufel. Er sagt nicht, weil es einen Teufel gibt, der uns versucht, sondern das von euren eigenen Wünschen und Begehren. Und Begehren. Ja. Und das finde ich einen starken Text, der hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht, weil ja, viele Menschen denken, der Mensch ist gut. Mhm. Ich sage, niemand ist gut, auch ich nicht. Mhm. Und es muss einfach nur das Ambiente stimmen, dass aus mir genau das rauskommt, was auch zum Beispiel Jeremia 17,9 sagt, ja, nichts auf der Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das menschliche Herz. Mhm. Also wenn es um meine Familie geht, um meine Kinder, dann wirst du sehen, wer ich wirklich bin. Mhm. Es sei denn, ich lasse mich, und das ist ja auch, was Paulus schreibt in Römer 7 und 8 in dieser Wende, wo er sagt, wer wird mich von dem befreien, von dieser Tendenz, wie du sie beschreibst? Jesus Christus, der Geist Gottes, den er verheißen hat. Und das finde ich stark. Das heißt, wir haben immer wieder die Möglichkeit, wenn wir befreit worden sind, zu entscheiden, möchte ich dieser Neigung oder möchte ich dieser Suggestion der Bibel nachgeben? Also, was mache ich? Das ist diese Ambivalenz und ich muss sagen, das finde ich ja hochspannend. Wir sprechen gerade über Böses, aber wir können drüber sprechen. Ich glaube, das Böse kann sich nicht besprechen, weil du brauchst das Gute, um das Böse auch definieren zu können und ausdrücken zu können. Und das, was wir tun, wir sind vielleicht, wenn wir nach Hause fahren, ich bin mit dem Fahrrad da, also von daher werde ich nicht aggressiv fahren, aber vielleicht, wenn jemand mit dem Auto da ist, dann weiß man, wie nah Verwundbarkeit da ist oder wie leicht man versuchbar ist und so weiter. Aber wir können trotzdem jetzt gerade Gutes benennen und beschreiben. Und das finde ich hochspannend, weil da ist scheinbar, ja, da ist dieser Bruch da. Es gibt das Gute, es gibt aber auch das Böse. Und das ist in diesem Widerstreit. Mhm. Und das ist ja auch die interessante Sache der Aufklärung. Kant sagt, was ist der Mensch? Auf die Frage, was ist der Mensch, stellt er seine drei Thesen auf oder seine drei Fragen auf. So, ja? Was kann ich erkennen? Auf was kann ich hoffen? Und dann, und was soll ich tun? Mhm. Also er spricht über Ethik auf einmal. Ja. Wenn wir nur böse wären, könnten wir gar nicht über Ethik sprechen und nachdenken und sagen, ja, das ist ja eigentlich das Gute. Ja. Und mir ist da ein Text so deutlich geworden, weil er diese Ambivalenz
so schön zusammenbringt. Und das ist Johannes Kapitel 19. Ich hoffe, du hast nämlich hier Kolosse aufgeschlagen, aber lass mich nur reingrätschen. Den Gedanken zu Ende bringen. Johannes Kapitel 19, da ist die Verurteilung Jesu. Und da spricht dann Pilatus zu dem Volk, Jesus mit... Sehet welch ein Mensch. Ecce homo. Ecce homo. Das ist das Lateinische. Ja. Im Griechischen steht ho... Anthropos. Anthropos, genau. Aha. Der Mensch. Seht der Mensch. Und das kannst du doppeldeutig sehen. Du kannst nämlich sagen, schau mal, da steht Jesus, der ist zerschlagen, ist zerschunden, ist an den Pranger gestellt, schaut, was der Mensch fähig ist. Mhm. Also das geht in die Richtung, was Platon schreibt in seinem Dialog Sokrates und Glaukon, legt er das dann dem Glaukon in den Mund und sagt, was würde passieren, wenn einer wirklich gerecht... Nee, Sokrates stellt die Frage, was würde passieren mit einem Menschen, der wirklich gerecht wäre? Und Glaukon sagt, ja, man würde ihn auspeitschen, man würde ihn geißeln, man würde ihn gefangen nehmen, man würde ihn foltern und am Ende würde man ihn ans Kreuz schlagen. Und das ist genau das, ja, wenn einer wirklich gerecht ist. Auf der anderen Seite... Deswegen die Ambivalenz, seht der Mensch, da ist Gott, der ja wirklich gerecht ist und sagt, ich nehme das auf mich. Schau, was ist das für ein Mensch? Du siehst so dieses Gute und Böse ganz nah aneinander und das begegnet sich dann letztendlich am Kreuz. Derjenige, der wirklich gut war, lässt das Böse an sich, übernimmt das Böse am Kreuz. Und derjenige, der Täter ist, der erlebt Vergebung, Versöhnung. Unten am Kreuz. Ich hatte den Gedanke schon, als Jens das vorgelesen hat von diesem polnischen Schriftsteller, dass man es auch christozentrisch deuten könnte. Also Christus, der ja auch ein Teil der Schöpfung ist, auch ein Teil der Menschheit und der die Dornenkrone nimmt. Ne? Und der damit dann auch die Schöpfung wieder erlöst. Ne? Und das bringt uns jetzt auch zu der Frage, wie kommen wir denn da wieder raus? Ja, also wie gibt es denn die Möglichkeit, das ursprüngliche Bild Gottes wiederherzustellen? Ja? Und die Bibel macht ja deutlich, dass das nur über Christus geht. Also letztlich, und da sind wir jetzt wieder zu unterscheiden zu allen anderen Ansätzen, die es ja gibt in der aufklärerischen Lage, die Ansätze der Bibel sind ganz klar, es ist möglich, aber nur durch übernatürliche Hilfe, nur durch Christus. Ja. Ja. Der Mensch kann sich von sich aus, von seinem Guten her, nie dahin entwickeln, dass er das Bild Gottes wieder vollständig herstellt. Ja. Und das ist, denke ich, die Antwort, die Christen und die Bibel zu geben hat, dass man sagt, es gibt einen Weg, aber der führt über Jesus Christus. Und jetzt komme ich zum Kolossertext. Sehr gut. Kolosser 3 wird das explizit nochmal von Paulus deutlich gemacht. In Kolosser Kapitel 3. Und er bringt da natürlich ganz stark den ethischen Aspekt mit rein in den Versen. Ich lese mal ab Vers 9, Vers 9, zweiter Teil und Vers 10. Letztlich müsste man ein bisschen vorher anfangen, aber ich fange vielleicht ab Vers 8 mal an. Genau, ab Vers 8. Ja. Da sagt Paulus hier ganz klar, dass wir das Böse ablegen sollen. Ja. Und warum? Die Begründung ist dann vor allem interessant. Also Kolosser Kapitel 3, ab Vers 8, da sagt Paulus, schreibt er den Kolossern, jetzt aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund, belügt einander nicht. Und jetzt kommt die Begründung. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Das ist also ein Bild, wo das Paulus hier benutzt, um diese innere Bekehrung durch das Wirken des Heiligen Geistes aufgrund des Erlösungswerkes Jesus darzustellen. Ne? Und dann sagt er, also den neuen Menschen, und jetzt, was passiert mit dem neuen Menschen? Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Ganz klare Anspielung auf den Bild Gottes. Aber die Aussage, die Paulus hier macht, ist, einmal muss der Mensch den Alten ablegen, den Neuen anziehen. Ein Bild für die Bekehrung und die Herzensübergabe an Jesus und Gott. Und dann aber, sagt er, selbst der neue Mensch muss noch erneuert werden. Immer wieder. Mhm. Ja? Nach dem Bild Gottes, der ihn erschaffen hat, sozusagen. Ja? Also es ist ein Prozess der Erneuerung, der auch am neuen Menschen noch weiterläuft. Man könnte es ja theologisch auch mit Heiligung
gleichsetzen, richtig, ein Stück weit. Richtig. Ne? Ja. Dass man sagt, so der Heiligungsprozess geht eben auch, schreitet eben auch voran. Und es ist leider nicht so, wenn du bekehrt bist, wie man es früher vielleicht auch manchmal falsch verstanden hat, ne? Auch Täuflinge so, ich möchte endlich getauft werden, weil wenn ich auferstehe aus dem Wassergrab, bin ich tatsächlich ein neuer Mensch, in dem Sinne, dass mir dann die alten Sachen nicht mehr passieren und man wird dann schnell eingeholt von der Realität und merkt, nee, man muss trotzdem noch kämpfen. Ne? Das ist der Mensch ist in einem kontinuierlichen Zustand des Werdens. Das heißt, das hört nie auf, weil Schöpfung hört nie auf. Das ist das, was ich so schön finde, auch so Epheser 2,10. Denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus neu geschaffen, wie wir leben, um gute Werke zu tun, die er für unser Leben schon vorbereitet hat. Mhm. Das heißt, wir treten immer in eine Spur, die schon gelegt wurde. Und das finde ich auch so schön. Mhm. Das hat mal ein Prof zu uns gesagt, schaut doch euch mal die ganze Schöpfung an. Das heißt, der einzig blaue Planet mit so viel Leben in den vielen Jahren, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann sagt er, wer weiß, wie das auf der neuen Erde ist, wenn die Menschen auch immer mehr werden, vielleicht ist es so ein Exportprojekt, wo Menschen dann so einen Teil von dem hier mitnehmen auf einem anderen Planeten und einfach ein Projekt anfangen und weiter leben. Schaffen und machen und bepflanzen. Und das ist ein schönes Bild, was ich immer wieder so vor Augen habe. Einfach auch diese neue Schöpfung, die ja mit einer langen Zeit der Therapie anfängt. Also auch da haben wir ja wieder den Baum des Lebens, dessen Blätter, interessant, dass es nicht die Früchte sind, sondern dass die Blätter uns helfen, auch diese Dinge, die wir erlebt haben, zu verarbeiten. Also auch da merkt ihr, dass es ein ist es nicht so, Jesus kommt wieder und alles safe? Also, das ist ein zweiter Prozess. Vielleicht gibt es dann eine zweite Bibel, mit weiteren Lektionen. Aber es ist schon stark. Man ist in diesem Prozess des Werdens. Ich finde den Text hier, er schreibt ja in der griechischen Philosophie auch der Paulus hier. Ne? Also er ist ja auch jemand, der sehr so mit den antiken Bildern zu tun hat und da gibt es einen Philosophen, der sagt, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss gehen. Und man kann auch nicht als gleiche Person, ich glaube, das war Heraklit, man kann nicht als Person zweimal, als gleiche Person in diesen Fluss gehen. Ja. Man ist immer im Wandel irgendwo, Und das trifft es schon so. Also das ist, wenn da was passiert in mir, wenn da was zum Fließen kommt, dann bewegt sich etwas. Und auch so die alten Philosophen, Aristoteles, der sagt, es gibt so diese kleine Form, aber also diesen kleinen Samen, aber daraus wird die Eiche, daraus wird der gewaltige Baum. Und das ist aber alles schon da in diesem kleinen Samenkorn drinnen. Und dann, wenn das explodiert, dann explodiert es, dann wird es groß und dann wird es erst, was es sein soll. Und das finde ich, das deutet hier der Paulus auch so ein bisschen an, was in Christus möglich ist, was aber eine ganz andere Kategorie hat. Und da muss ich auch sagen, ist das Christentum. Und ich bin ein Fan des Christentums, weil du hattest vorher von der Logik gesprochen. Mhm. Für mich ist es nicht nur die Logik, das auch, aber auch die Art, wie es mit den Menschen umgeht. Wenn ich nach Indien schaue, dann ist dort, dann gibt es dort nicht die Möglichkeit, wenn ich in der untersten Kaste der Unberührbaren bin, zu sagen, ich ziehe meinen alten Menschen aus, ich ziehe meine alte Kaste aus und werde was kategorial anderes, sondern ich bin so determiniert, dass ich in diesem Bild lebe. Ich kann mich auf den Kopf stellen und es bleibt trotzdem mein Gefängnis. Ja. Und hier öffnet Paulus hier einen Blick und sagt, du bist eben nicht determiniert. Da ist jemand, der dich aus dieser Vorherbestimmung rausgeholt hat, der öffnet dir ein neues Fenster, einen neuen Weg. Das ist sehr interessant, was du gerade sagst. Es verbindet mich mit 1. Korinther 4. Wenn der Mensch default, leider, nach dem, was passiert ist in der Geschichte in Genesis, mit Scham und Angst lebt, macht das nicht, tanzt nicht aus der Reihe, passt dich der Kultur und den Normen an, sagt Paulus hier, das, was ich mache, es ist mir egal, ich bin im Vers 3, was ihr so über mich denkt, wisst ihr, euer Urteil, jetzt bin ich so langsam bei Vers 5, ist für mich nicht relevant. Urteilt doch selber.
welches Urteil ist wichtiger? Das von Gott oder euers, eure Kultur und das Ganze, was ihr für korrekt und haltet. Ich maße es mir nicht an, von euch gerichtet zu werden und noch nicht mal mich selbst zu richten, sondern es gebe alles in Gottes Hand, weil er ist gerecht. Und das ist diese neue Identität, die wir in Jesus haben, bewegt uns oft, aus der Box rauszuspringen. Wirklich Dinge nicht einfach hinzunehmen. Nicht Dinge, die von außen kommen, aber auch nicht Dinge, die wir in uns selbst tragen. Das heißt, wie oft erlebe ich es nicht in letzter Zeit, besonders wo ich mich mit gewaltfreier Kommunikation auseinandersetze, die internen Dialoge zu identifizieren, die mich oftmals dazu drängen, wo ich mich schon fast gezwungen fühle, auf eine Art und Weise zu reagieren, für die ich mich nachher schäme. Wo ich gemerkt habe, ich kann durch die Kraft Gottes die Verantwortung übernehmen und mir selbst zu sagen, nein, stopp. Und das ist etwas, was sehr befreiend ist, aber mich wiederum auch mit einer Verantwortung verbindet. Und zwar diese Verantwortung, die ich von Gott bekommen habe, sehe, pass auf das auf, was ich dir gebe. Ich finde es total schön, was du sagst, weil das ist auch so in mir geschwungen, wenn wir hier so sprechen, so where's the proof? Weißt du so? Also wo ist der Beweis, sag ich mal, im echten Leben? So, ne? Also wo erleben wir das? Wo erleben wir das, dass wir umgestaltet werden durch den Geist Gottes, erneuert in das Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat? Und das ist so ein Beispiel für mich, das du jetzt nennst, ja? dass du merkst, dass der Geist Gottes dir Kraft gibt, altes Verhalten abzulegen und neues Verhalten zu tun. Absolut. Ich glaube, es ist der stärkste Beweis, den jeder persönlich auch individuell spüren kann und erleben kann auf dieser Erde. Ich möchte schließen, der letzte Text, den wir heute zusammen uns anschauen, der uns den Ausblick nochmal gibt auf die Zukunft. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, aber wir gehen nochmal zur Offenbarung, zum letzten Buch der Bibel, die uns so die Perspektive öffnet für die Zukunft. Und da ist tatsächlich hier vom Baum des Lebens die Rede, von den Blättern. Da könnt ihr jetzt einige Texte lesen, aber wir lesen mal den, den du vorhin zitiert hast, Offenbarung 22, das letzte Kapitel der Bibel. Und da wird dann gesprochen dafür, also in den Versen 2. Hier, da heißt es dann, dass der Baum des Lebens da war, der Früchte trägt, jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und dann heißt es in den nächsten Versen, Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, in der Stadt. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Ich glaube, das ist die ursprüngliche Zurückführung. Es hat angefangen mit dem Baum des Lebens in Eden, den sie ja verloren haben, die ersten Menschen. Und jetzt wird hier eine Vision aufgemacht in der Offenbarung. Damit schließt die Bibel im Grunde genommen mit einer neuen Möglichkeit, in einer neuen Zukunft, wo diese Wiederherstellung des ursprünglichen Bildes Gottes dann auch Wirklichkeit werden wird. Zur Heilung der Nationen. Es ist also ein Prozess, der durch den Baum des Lebens wieder in Gang kommt, wo das ursprüngliche Bild Gottes wieder voll hergestellt sein wird. Danke euch für diese guten Gedanken und das Teilen, auch wenn wir nur eine kleine Facette vom Thema, das ist ein gewaltiges Schema, der Mensch angeschnitten haben. Also wir bleiben ja Menschen und es wird uns weiterhin begleiten. Wir hätten einfach nur von Anfang bis die ersten Seiten.